Im letzten Video hatten wir uns ja angeguckt, wo eine Kanonenkugel denn landen wird, wenn wir sie mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde und einem Winkel von 30 Grad, relativ zum Boden natürlich, abschießen und wir natürlich davon ausgegangen sind, dass wir keinen Luftwiderstand haben. Und wir sind auf 8,83 Meter gekommen. Das ist schon mal ziemlich erstaunlich, wie einfach es eigentlich war, so eine komplexe Bewegung beschreiben zu können, auch wenn wir sie ein bisschen vereinfacht haben. Und geschafft haben wir das Ganze ja, indem wir unseren Geschwindigkeitsvektor, also diese 10 Meter pro Sekunde, einfach zerlegt haben in zwei einfachere eindimensionale Vektoren. Und zwar einmal in die vertikale Komponente und in die horizontale Komponente. Und gemacht haben wir das eigentlich nur deswegen, weil wir ja wussten, wir wollten ja auf den Weg in horizontaler Richtung kommen. Und wir wissen ja auch, dass sich jeder Weg beschreiben lässt oder berechnen lässt, wenn wir die Geschwindigkeit mal die Zeit rechnen. Also wussten wir, dass wir einfach nur die Geschwindigkeit in x-Richtung mal die Zeit nehmen mussten, die diese ganze Bewegung dauert. Und dann hatten wir schon das Ergebnis. Also war unser eigentliches Problem nur, wie wir auf die Zeit kommen. Und dafür haben wir uns einfach die Geschwindigkeit in vertikale Richtung ausgerechnet und wussten dann ja auch, dass man die Geschwindigkeit mit der Beschleunigung und der Zeit beschreiben kann und sind dann auf 1,02 Sekunden gekommen, die die ganze Bewegung dauert. Und in diesem Video, deswegen machen wir das Ganze nämlich nochmal, in diesem Video möchte ich dir einen kleinen bisschen anderen Weg zeigen, wie wir auch auf die Zeit hätten kommen können, der vielleicht am Anfang ein bisschen komplizierter aussieht. Es wird wieder eine Herleitung von der Formel, die dir vielleicht sogar bekannt ist. Aber die Formel wird auch wesentlich stärker sein als das, was wir hier gemacht haben. Schon allein deswegen, weil wir hiermit mit den ganzen Berechnungen nur berechnen konnten, wie das alles funktioniert, wenn wir auf der gleichen Höhe enden, also auf 0 Metern Höhe, wie wir angefangen haben. Wir haben ja auf 0 Metern Höhe angefangen, auf 0 Metern Höhe geendet. Deswegen konnten wir hier so ein paar Vereinfachungen machen, wie diese Formel hier zum Beispiel. Die ist ein bisschen vereinfachter, als sie eigentlich sein würde. Und fangen wir am besten erstmal an, bevor ich jetzt wieder zu viel erzähle und dich nur verwirre. Merken wir uns erstmal zum Beispiel, dass wir hier oben, unser VY war 5 Meter pro Sekunde. Das schreibe ich am besten nochmal hin. Also unser VY, ich schreibe es mal hier oben in die rechte Ecke, unser VY hat einen Betrag von 5 Metern pro Sekunde. Und es dreht sich diesmal alles um genau diese Formel, die ich dir hier schon einmal eingekreist habe. Da haben wir ja gesagt, dass sich der Weg berechnen lässt aus der Durchschnittsgeschwindigkeit mal der Zeit. Und um ganz genau zu sein, habe ich da ein bisschen geschummelt. Oder ich habe es zumindest ein bisschen vereinfacht. Ich glaube, das trifft es eher. Und zwar hätte hier eigentlich ein Delta S stehen müssen für den Unterschied des Weges von Anfang zum Ende. Der ist nämlich gleich Durchschnittsgeschwindigkeit mal Zeit. Aber ich konnte diese Vereinfachung machen, weil wir, wie gesagt, wir fangen ja hier bei 0 Metern an und bewegen uns dann nach rechts. Deswegen hätten wir hier hinten noch plus 0 Meter gerechnet, was im Endeffekt egal war. Aber das gucken wir uns, wie gesagt, jetzt nochmal im Einzelnen an. Also, ich habe eben gesagt, dass Delta S, also die Veränderung unseres Weges, genauso groß ist wie, nehmen wir mal gelb, wie unsere Durchschnittsgeschwindigkeit, multipliziert mit der Zeit, die bis dahin vergangen ist. So, jetzt habe ich eben gesagt, oder ist auch wieder so eine Sache, wenn wir den Unterschied von irgendwas haben wollen, würde ich jetzt behaupten, ohne es ganz genau sagen zu können, dass es immer sich gleich beschreiben lässt. Und zwar ist es immer der Endweg oder das Ende von diesem Etwas halt, in dem Fall der Weg, minus dem Anfang von diesem Etwas. Richtig? Also ich denke, das macht Sinn, wenn du am Anfang, sagen wir, du standest auf einem Stuhl in 1 Meter Höhe und bist auf einen Tisch gesprungen mit 2 Metern Höhe. Das heißt, du warst am Anfang auf einer Höhe von 1 und danach bist du auf einer Höhe von 2. Dann ist der Unterschied zwischen 2 und 1 ja genau 1, also du bist 1 Meter höher gesprungen. Und wie gesagt, bei Geschwindigkeiten haben wir das ja auch schon gehabt. Ich denke, das ist noch ziemlich selbsterklärend, denke ich. Und unsere Durchschnittsgeschwindigkeit hier, ja, da hatten wir uns ja auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Was ist denn die Durchschnittsgeschwindigkeit? Auch hier würde ich behaupten, wie bei unserem Delta, also bei der Veränderung, dass mit Durchschnitt ist generell auch immer das arithmetische Mittel gemeint. Und der Durchschnitt wäre dann ja von der Geschwindigkeit ein halb, also die Hälfte von der Anfangsgeschwindigkeit plus
der Endgeschwindigkeit. Richtig? Wir addieren beide Geschwindigkeiten, nehmen davon die Hälfte und dann ist das ja so ungefähr, also was heißt so ungefähr, ziemlich genau die Mitte der Geschwindigkeiten, also unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Das hatten wir ja auch in vorherigen Videos schon. Falls du die nicht gesehen hast, ich kann dich natürlich nur anspornen, dir die anzugucken. Sind natürlich alle sehr gut. Und wir multiplizieren natürlich wieder noch mit Delta T. Das wollen wir nicht vergessen. So, wenn wir jetzt mal gucken, SA haben wir im Normalfall gegeben, SE wollen wir berechnen. Die Anfangsgeschwindigkeit kriegen wir im Normalfall auch gegeben und Delta T in dem Fall auch unbekannt. Was ist denn VE? Wie kommen wir denn auf die Endgeschwindigkeit? Dieses VE hier, das lässt sich doch eigentlich auch beschreiben, wenn wir nochmal überlegen. Ich schreibe es mal hier, na, ich schreibe es hier drunter hin. VE ist doch das gleiche wie, wenn ich die Anfangsgeschwindigkeit nehme, also so schnell wie ich am Anfang war. So, und darauf addiere, wie lange ich mich wie stark beschleunigt habe, also a mal Delta T rechne, dann ist das auch genau die Endgeschwindigkeit, die ich zum Schluss haben werde. Also, wenn ich zum Beispiel bremse, habe ich eine negative Beschleunigung, dann ist der Term hier negativ, dann bin ich langsamer als am Anfang, das macht Sinn. Und wenn ich wirklich beschleunige, also im Auto Gas gebe oder ein bisschen stärker in die Pedale trete beim Fahrrad, dann ist der Term hier positiv und ich bin schneller als am Anfang. Das heißt, der Ausdruck ist auch so wirklich sehr intuitiv, also es sind ganz normale Überlegungen, die man im alltäglichen Leben auch anstellen würde, wenn man beschreiben wollen würde, was einer dieser Terme hier bedeutet. So, wenn man das jetzt, wenn ich das hier noch da oben einsetze und ich rechne mal auch noch gleichzeitig plus SA. Ich schreibe es mal hier nochmal hin. Plus SA, weil wir im Normalfall ja den Weg rauskriegen wollen, an dem wir zum Schluss enden sozusagen. Also wie weit in dem Fall zum Beispiel die Kugel geflogen war. Also SE ist gleich. Und jetzt setzen wir erstmal nur alles ein, was wir da oben schon hatten. 1/2 mal unsere Anfangsgeschwindigkeit. Plus, so und statt VE setzen wir jetzt das Ganze hier ein, also nochmal unsere Anfangsgeschwindigkeit plus die Beschleunigung, mit der wir uns um eine gewisse Zeit lang beschleunigen. Und das Ganze multiplizieren wir mit Delta T. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Das ist immer noch das gleiche Delta T wie hier ganz oben. Und hier drüben hatte ich ja noch geschrieben, wir addieren auch noch den Weg drauf, an dem wir angefangen haben. Also die Weite oder die Höhe, bei der wir angefangen haben sozusagen. So, das Ganze können wir noch ein bisschen vereinfachen, denke ich. Wir wissen, VA plus VA ist 2VA. Und 1/2 mal 2VA ist VA. Na, oder ich mache es ein bisschen langsamer. Ich schreibe nochmal hin, 1/2. Und VA plus VA ist das gleiche wie 2VA. Ich habe zweimal die Anfangsgeschwindigkeit und darauf addiere ich nochmal die Beschleunigung mal Delta T. Multipliziere das Ganze nochmal mit der Zeit, die vergangen ist. Und hinten dran kommt nochmal unser Anfangsweg. So, und jetzt lösen wir noch die Klammern auf. Und zwar rechnen wir bei jedem der beiden Terme hier einmal mal 1/2, also wir dividieren durch 2 und wir rechnen nochmal Delta T. Also hier vorne hätten wir dann 2 mal 1/2 ist 1, also lassen wir es einfach wegfallen und VA mal VA. Und das Ganze rechnen wir auch nochmal Delta T. Also haben wir hier vorne schon mal stehen VA mal Delta T. Und hier hinten haben wir ja A mal Delta T. Das rechnen wir nochmal 1/2. Also haben wir 1/2. Ups, da fehlt noch das. Ich sehe gerade, dass mein T aussieht wie ein Plus. Das hat mich gerade verwirrt. So. Nee, das war grün, sollte ich wohl nehmen. Das hier ist ein T. So. Also kommt hier jetzt hin Plus 1/2, das sieht alles nicht so schön aus. Plus 1/2 a mal Delta T, a mal Delta T, das ist ein Mal. Und das Ganze nochmal mal Delta T. Das heißt, wir können auch einfach das Delta T hier quadrieren. Und hinten dann immer noch das Plus SA. Und diese Formel hast du vielleicht sogar auch schon mal in deinem Physikbuch gesehen. Und die sieht natürlich ziemlich kompliziert aus. Also man fragt sich mal, ja, okay, das steht im Physikbuch drin, aber das hat sich halt irgendein schlauer Mensch mal ausgedacht. Aber wie du gesehen hast, das kommt wirklich von ganz, ganz grundlegenden Ideen und
soll es uns nur deswegen einfacher machen, dass wenn wir mal unter Zeitdruck sind oder vor allem du, zum Beispiel wenn du in einem Test bist oder in einer Klausur oder so oder in einer Prüfung, dass du halt einfach wirklich nur diese Formel nehmen kannst. Aber ich würde dich wirklich dazu anspornen, dass wenn du die Zeit hast, also wenn du es in der Hausaufgabe zum Beispiel machst, dass du dir wirklich die Formel jedes Mal herleitest, einfach nur damit du dir immer wieder vor Augen führst, wie simpel das ganze System eigentlich ist. Du hast ja einfach nur jedes Mal die Sachen ersetzt durch das, was man logisch denken würde. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist halt das arithmetische Mittel aus der Anfangs- und Endgeschwindigkeit. Und die Endgeschwindigkeit ist so schnell, wie ich am Anfang war, plus das Maß, um das ich beschleunigt habe. Und der Unterschied zwischen dem Weg ist halt der Weg, an dem ich am Ende war, minus den Weg am Anfang. Und wenn der Weg am Anfang halt 0 ist zum Beispiel, ist halt der gesamte Weg, um den ich mich verändert habe, einfach nur der Weg, wo ich am Ende stehe. Ich denke, das sind eigentlich alles ganz normale Ausdrücke. Und wie gesagt, das haben wir alles dann noch ein bisschen vereinfacht und sind dann hier gelandet und noch mehr vereinfachen können wir es nicht. Aber jetzt wollen wir uns natürlich nur angucken, ob das auch wirklich Sinn gemacht hat, was wir hier hingeschrieben haben, ob das wirklich stimmt alles. Also, wir wollen das gleiche nochmal berechnen, wie wir es hier oben ja auch hatten. Also wir wollen das hier nochmal ausrechnen. Quatsch, wir wollen die. Entschuldigung, wir wollen natürlich die Zeit nochmal ausrechnen. Also, ich schreibe es nochmal extra hin. Wir setzen jetzt SE auf 0. Ich gehe lieber nochmal hoch, um das nochmal zu erklären. Wir wollen ja den Weg, wir nehmen ja die vertikale Richtung jetzt nur, wir gucken uns ja nur vertikal an, wir wollen ja nur die Zeit rauskriegen. Und vertikale Richtung ist ja der Endweg nachher wieder 0, weil wir wissen ja, dass die Kugel hochfliegt. Hier ist 0, dann fliegt die Kugel hoch, dann kommt sie hier bei irgendeiner Höhe an, die ist erstmal egal, und dann fällt sie ja wieder runter und landet wieder bei 0. Das heißt, die ist in dem Fall, ich sage jetzt mal einfach 5 Meter hochgeflogen und dann wieder 5 Meter runter. Das heißt, die Veränderung des Weges ist ja genau 0 gewesen, richtig? Deswegen setzen wir die Formel hier drüben jetzt einfach, also setzen wir SE einfach mal 0. 0, also ich mache mal hier ein Pfeil hin, dass man weiß, wo es weitergeht. 0. So, unsere Anfangsgeschwindigkeit, die kennen wir auch, würde ich behaupten. Unsere Anfangsgeschwindigkeit ist ja hier oben unser Vy. Das sind 5. Ich lasse mal die Einheiten, na obwohl, ich schreibe es mit hin, ich denke, das müsste passen. 5 Meter pro Sekunde mal Delta T. Delta T kennen wir nicht, das wollen wir nur ausrechnen. Plus 1/2 mal die Beschleunigung. Plus, ich mache mal ein blaues Plus, plus 1/2 mal die Beschleunigung. Die Beschleunigung kennen wir auch. Das ist ja unsere Fallbeschleunigung. Das ist minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Wieder mal Delta T. Das ist ja O mal Delta T Quadrat sogar. Ich hätte es ja fast falsch gemacht. Mal Delta T Quadrat. Und plus unseren Anfangsweg. Und wenn wir uns nochmal das Bild angucken. Wir fangen ja bei 0 Metern an. Also wir fangen bei 0 Metern an, fliegen hoch und fliegen wieder runter und landen wieder bei 0 Metern. Das heißt, unser Anfangsweg ist 0. Also ich lasse ihn einfach gleich weg. Das heißt, wenn wir das alles nochmal ein bisschen ausrechnen, dann haben wir 0 ist gleich 5 Meter pro Sekunde. 5 Meter pro Sekunde mal Delta T. Plus, oder machen wir es mal weg. Machen wir gleich das Minus hin. Minus, weil 1/2 mal minus 9,8 ist ja minus 4,9 Meter pro Quadratsekunde. Und das Ganze mal Delta T Quadrat. Richtig? 1/2 mal 9,8 ist 4,9. Das Minus ist auch noch davor. Und wenn ich plus eine negative Zahl rechne, ist es das gleiche, als ob ich die negative Zahl gleich abziehe. Und wenn wir jetzt noch ein Delta T ausklammern, dann sehen wir, dass wir zwei Lösungen bekommen müssten. Also haben wir ja 5 Meter pro Sekunde minus, ich mache mal das Minus lieber rot, damit man sieht, wo es herkommt, minus 4,9 Meter pro Quadratsekunde. Und wenn wir hier ein Delta T, ein Delta T ausklammern, bleibt hier noch ein Delta T übrig. Ein Delta T bleibt noch übrig. Zack. So, also wissen wir ja, dass entweder das ist ja ein Produkt. Wir rechnen einmal Delta T mal irgendwas anderes, also mal das Ganze hier. Und wir wissen ja, dass das Ganze hier nur dann 0 wird, wenn entweder das hier vorne 0 ist. Das heißt, wenn Delta T gleich 0 ist. So, das ist natürlich die Zeit, die uns nicht interessiert. Also wir wissen ja schon, dass die Kugel ja länger als 0 Sekunden in der Luft sein muss irgendwie.
sonst würde sich die Kugel ja gar nicht bewegen. Aber das hier kann also offensichtlich nicht die richtige Lösung sein. Das heißt, unsere richtige Lösung versteckt sich hier drin. Das heißt, wenn dieser ganze Termin 0 ist, dann ist ja egal, was hier vorne steht, weil irgendwas mal 0 ist ja auch immer 0. Also gucken wir uns einfach an, was ist denn, wenn wir den ganzen Term hier einfach auf 0 setzen oder gleich 0 setzen. Minus 4,9 Meter pro Quadratsekunde mal Delta T. Und das Ganze soll ja gleich 0 sein. Ich nehme mal ein dunkles Grün. Das wird gleich 0 sein. Das heißt, wenn ich jetzt plus 4,9 rechne, 4,9 Meter pro Quadratsekunde mal Delta T, dann steht da, ich tausche mal die Seiten gleich noch, 5 Meter pro Sekunde ist gleich plus 4,9, weil wir haben ja plus 4,9 darüber gezogen, 4,9 Meter pro Quadratsekunde mal Delta T. Und jetzt brauchen wir nur noch durch 4,9 Meter pro Quadratsekunde teilen und erhalten dann das Delta T. So, da holen wir mal einen Taschenrechner raus. So, Delta T soll sein 5 Meter pro Sekunde durch 4,9 Meter pro Sekunde, Meter pro Quadratsekunde, Entschuldigung. Deswegen bleibt der Sekunde auch übrig. Und das sind, wer hätte es gedacht, 1,02 Sekunden. Und jetzt hoffe ich dir wieder gezeigt zu haben, wie schön noch die Physik ist, weil wir zwei unterschiedliche Wege genommen haben und beides Mal, hier kommt Delta T 1,02 Sekunden raus und hier oben kommt auch Delta T 1,02 Sekunden raus. Das zeigt uns halt wieder, ich finde das immer wieder faszinierend, das zeigt halt wieder, dass wenn man einfach nur logische Schritte macht, die immer wieder nachvollziehbar sind, dann wird man immer zum richtigen Ergebnis kommen. Und ich weiß nicht, wenn das nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht, was sonst schön ist.